gedreht, und zwar von der Firma Günther, die Master 640. Arbeitsbreite 6,40 Meter, wie Krippenstedt schon sagt. Auch dies ist ein Grünlandfliege mit aufgebauter Seilein- und Seeeinrichtung und nachlaufender Walze. Das Gerät liegt bei ungefähr 35.000 Euro. Und die Walze ist eine Prismenwalze mit Durchmesser von 45 bzw. 50 cm. Auch hier haben wir ca. 80 Schichten, einen Strichabstand von 7,5 cm und die Schichten haben einen Durchmesser von 12 mm, also etwas stärker. Das Gewicht dieser Maschine liegt bei etwas über 5 Tonnen und wir haben auch hier eine Arbeitsgeschwindigkeit normalerweise optimal im Bereich 8 bis 10 Stundenkilometer. Ich bitte nun die Firma Günther, dieses Gerät einzusetzen. Und zwar von der Firma Günther, die Master 640. Arbeitsbreite 6,40 Meter, wie Krippenstedt schon sagt. Auch dies ist ein Grünlandfliege mit aufgebauter Seilein- und Seeeinrichtung und nachlaufender Walze. Das Gerät liegt bei ungefähr 35.000 Euro. Und die Walze ist eine Prismenwalze mit Durchmesser von 45 bzw. 50 cm. Auch hier haben wir ca. 80 Schichten, einen Strichabstand von 7,5 cm und die Schichten haben einen Durchmesser von 12 mm, also etwas stärker. Das Gewicht dieser Maschine liegt bei etwas über 5 Tonnen und wir haben auch hier eine Arbeitsgeschwindigkeit normalerweise optimal im Bereich 8 bis 10 Stundenkilometer. Ich bitte nun die Firma Günther, dieses Gerät einzusetzen. Kommen wir zum nächsten Gerät, und zwar hat wir...